Heute möchte ich euch die Funktionsweise des Knotenhalfters zeigen und seine Wirkung in verschiedenen Situationen. Das Knotenhalfter, auch Knoti genannt, wird meistens bei der Bodenarbeit benutzt. Man sagt, dass es durch Rucken oder Schwingen mit dem Arbeitsseil feinere Signale durchlässt als ein Stallhalfter oder Kappzaum, aber das ist nur dadurch bedingt, dass die Knoten an neuralgischen Punkten im Pferdegesicht sitzen und dort und im Nacken einen erheblichen Reiz oder gar Schmerz ausüben. Die Knoten des Nasenstückes sollen unter dem Jochbein sitzen, ganz in der Nähe der Nervenaustrittspforte des Trigeminusnervs, dem größten Gesichtsnerv. Es bedarf keiner Fantasie zu ahnen, dass dies ein schmerzempfindlicher Bereich ist. Zusätzlich wirkt das Knotenhalfter auf das Nackenband und auf die Nervenaustrittspforten des sensiblen Genickbereichs. Das Knotenhalfter kommt aus dem Horsemanship und soll bei falschem Verhalten des Pferdes unangenehm sein und bei korrektem Verhalten des Pferdes keinen Impuls ausüben, also ein Ende der schmerzhaften negativen Bestärkung. Es ist wichtig zu wissen, dass das Knotenhalfter eine sehr scharfe Zäumung ist, die schon mit geringer Betätigung des Arbeitsseils mit seinem schweren Karabiner erhebliche Schmerzen verursacht. Schaut also beim nächsten Einsatz des Knotenhalfters ganz genau auf die Reaktion eurer Pferde. Sie zeigen ganz deutlich, wann es wehtut. In der Nähe.